herzlich willkommen im Silberg. Heute gibt es wieder eine große Bühne für die Nachwuchs-Hip-Hop-Stars. Es treten 8 Klassen im Battle gegeneinander an und sagen uns, was sie drauf haben. Und auf die Gewinner warten neben Ruhm, Ehre, am tollen Pokal auch noch jede Menge Silberg-Zehner. Und wir schauen uns jetzt einmal, was die Kinder so in den letzten Wochen gelernt haben. Sie sind die Lehrerin der stolzen Siegerklasse der ersten Runde. Wie waren denn die Vorbereitungen? Wie hat Ihnen die ganze Aktion gefallen? Also es war sehr, sehr gut organisiert, also seitens der Frau Elmer und auch seitens von Wolfgang. Und es war alles top vorbereitet und es hat einfach Spaß gemacht. Und den Kindern hat es vor allen Dingen sehr, sehr gut gefallen. Da gibt es jetzt das Battle-Foto. Die Kinder waren ja total motiviert und haben anscheinend in letzter Zeit fleißig trainiert. Wie war das für Sie? Ja, sie waren immer voll begeistert, haben sich so gefreut, dass sie mitmachen dürfen. Und dann sind sie natürlich 150%, wie wir vorher schon gesagt haben, immer bei der Sache gewesen und waren ganz fanatisch, haben in der Pause geübt, haben vor der Stunde geübt, haben danach noch geübt. Also sie waren ganz voll dabei. Super cool, es war cool und ich bin froh, dass wir Erster geworden sind. Und wie oft habt ihr denn geprobt, jetzt ganz ehrlich, weil die Leistung war ja sehr herausragend. 20 Mal ungefähr. Jawohl, bitte, da geht's.
Ihnen denn? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist wirklich fantastisch. Die Stimmung ist toll und die Aufführungen der Kinder sind einfach beeindruckend. Ja, ich möchte ja nicht mit Ihnen tauschen und da dann quasi die Sieger auserkoren müssen. Es ist sehr, sehr schwierig, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir schauen uns ja gegenseitig nicht in die Karten, aber es ist, glaube ich, immer sehr, sehr knapp die Entscheidung. Der Wolfi und die Nike vom Dance Quarter in Mühlau, die zwei langjährigen Hip-Hop-Trainer der Nachwuchsstars. Was gefällt euch denn besonders gut am Training mit den Kindern? Ich finde, dass die Arbeit mit den Kindern derartig super ist und es gibt dann derartig viel im Leben selber für sich an was, dass ich sagen kann, danke an die Schulen, an die Lehrerin und danke an den Zielberg. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. In der kurzen Zeit die tolle Leistung auszubringen, das ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Sache. Die Kinder machen das total super, die Kooperation mit dem Zielberg funktioniert auch bestens.